Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade richtig Bock auf einen guten Film und habe hier ein VHS-Paket vom guten Silenzium 141 bekommen. Ja, wir machen das ja regelmäßig, ihr kennt das ja. Ich weiß nicht, was er mir für einen Film geschickt hat. Ich habe ihn auch eingeschickt, er weiß auch nicht, welchen ich ihm geschickt habe. Wir machen das auf und schauen uns ihn an und machen dann eine Review. Darum, schön öffnen. Ich habe richtig Bock auf einen guten Film, Andi. Ich hoffe, da ist ein guter Film drin. Ich hoffe, da ist kein Scheiß drin. So, was haben wir hier? Einmal habe ich den von mir, den ich Ihnen letztes Mal geschickt habe. Vielleicht habt ihr das Video ja gesehen. Und jetzt kommt der Film, den er mir geschickt hat. Oh, ich sehe das jetzt gerade nur gespiegelt. Under Suspicion. Under Suspicion? Mörderisches Spiel? Ja, kenne ich überhaupt nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Aber ich kenne Morgan Freeman. Und Monica Bellucci kenne ich. Under Suspicion. Scheint ein Thriller zu sein. 106 Minuten. Ich lese mir da jetzt auch gar nicht viel durch, weil manchmal verrät das ja ein bisschen was auf der Rückseite, manchmal auch richtig viel sogar, also von daher lasse ich das mal lieber gleich sein. Ab 12 Jahren freigegeben. Ja, ja, interessant, interessant. In den Tiefen seelischer Abgründe. Normal hat man ja auch immer noch so ein paar Aussagen oder Werbetexte drauf. Gar nichts. Regisseur Stephen Hopkins. Das hat mir so auf die Schnelle jetzt nichts. Und was ist das hier für ein Vertrieb? Splendid. Okay. Okay, okay, okay. Hier, das oben kann ich ja mal lesen. Nach den Motiven von Claude Millers Klassiker Das Verhör entstand Stephen Hopkins erschütternder Psychothriller der Sonderklasse. Stephen Hopkins hat Judgment Night und Predator 2 gemacht. Kenne ich nur beide noch nicht. Die Schauspielgiganten Gene Hackman und Morgan Freeman treffen auf den neuen italienischen Superstar Monica Bellucci. Und das junge Top-Talent Thomas Jane. Okay, das sagt jetzt echt nicht viel aus, aber scheint ein Psychothriller zu sein. Das ist klasse und bestimmt ist der auch spannend. Geht nicht allzu lange. Ich hoffe, das ist eine gute Wahl. Ich werde mir den Film jetzt angucken und dann kommt natürlich auch die Review dazu. Wünscht mir Spaß. Hallo, da bin ich wieder. Also Under Suspicion. Jetzt gesehen, mörderisches Spiel. Film von Stephen Hopkins von 2000, französisch-amerikanische Produktion. Und in den Hauptrollen sind Gene Hackman und Morgan Freeman und mehr oder weniger eine Hauptrolle, eher Nebenrolle, Monica Bellucci und weitere. Ja, worum geht's? Im Grunde genommen ist Henry, gespielt von Gene Hackman, ein reicher, ich will nicht sagen alter Mann, aber ja, Ende 50. Und ja, er spendet sehr viel und sehr gern an wohltätige Zwecke und ist dementsprechend auch auf dem Weg quasi zu einer Veranstaltung, auf der er in ein paar Stunden eine Rede halten soll. Ja, Morgan Freeman ist allerdings ein Polizist, ein Ermittler und ruft ihn an, er müsse doch nochmal eben für 10 Minuten bitte aufs Polizeirevier kommen und sich dort ein paar Fragen stellen. Da wird nicht richtig viel drauf eingegangen, er denkt sich einfach so, hat das nicht Zeit bis morgen, ja, nee, und das ist wichtig und komm mal her. Ja, sie scheinen auch befreundet zu sein.
So, und dann kommt er dorthin und es kommt anders, als er denkt. Und auch die Aufenthaltsdauer ist nicht gerade 10 Minuten. Ja, ihm wird vorgeworfen, zwei Mädchen ermordet, vergewaltigt oder vergewaltigt, ermordet oder erdrosselt zu haben. Und er streitet das Ganze natürlich vehement ab. Ja, man muss sagen, dass der ganze Film handelt eigentlich nur von diesem Verhör, das immer mehr Dampf aufnimmt, was immer mehr Sachen ans Tageslicht bringt, und als Zuschauer ist man halt am Mitraten oder vielmehr am Mitfiebern auch. Ist er es nun gewesen, ist er es nun nicht gewesen? Ja, und das Ganze spitzt sich dann immer weiter zu. Und ja, mehr will ich jetzt auch nicht verraten, weil dann könnte ich auch das Ende erzählen. Ja, Monica Bellucci spielt hier die Ehefrau von diesem Henry, dem Wohltätigkeitsspender. Sie ist um einiges jünger als er, was ihn auch angekreidet wird, dass er sie schon in Kindestagen kennengelernt hat. Natürlich ohne mit ihr ein Verhältnis zu haben. Aber das ist natürlich nicht gerade vom Vorteil, wenn man ja quasi als Pädophiler da dargestellt wird. Jo, ich muss wirklich sagen, dass das Ganze sehr spannend aufgebaut ist. Also spannungsmäßig, auch wenn es halt wirklich nur ein Verhör ist, gibt es ja auch sämtliche Filme, die einfach nur im Gericht spielen und einen Fall dort klären. Also es geht eher in so eine Richtung. Es ist sehr, sehr dialoglastig. Es gibt keine Action wirklich in diesem Film. Also es ist kein Actionfilm, es ist wirklich ein Psychothriller, kann man wirklich sagen. Krimi. Ja, und das Ganze halt auch wirklich gut gespielt, muss ich sagen. Also Gene Hackman ist auf jeden Fall hier der Topstar, würde ich sagen. Also er spielt seine Rolle meisterhaft, finde ich. Er macht das sehr, sehr gut. Ich würde auch fast schon meinen, bei Morgan Freeman und vor allem bei Monica Bellucci ist echt noch Luft nach oben, was das Schauspielerische angeht. Musikalisch verirrt sich der Film immer ganz schön. Also gerade zu Anfang, zu Beginn, also der Film beginnt sehr rasch auch. Da habe ich wirklich Probleme gehabt, den Soundtrack anzunehmen. Es wirkte alles irgendwie wie ein TV-Film. Und ja, aber im Grunde genommen war das eigentlich nur der Score, der so wirklich gestört hat. Aber das ganze Vorangehen, TV-Film ähnlich halt und schnell ins Geschehen geworfen zu werden, das war gar nicht schlecht. Die Kameraarbeit finde ich sehr interessant, weil man macht das hier so, dass es halt ja, Rückblenden gibt. Quasi der Henry, der erklärt halt, was passiert ist, weil er halt am Tatort auch gesehen wurde. Und er erklärt halt, wie das alles vorgefallen war. Und dann dreht man das Verhör halt so vor Ort um, dass das nicht mehr in diesem Raum stattfindet, sondern am Tatort, dass dann Morgan Freeman als Ermittler auch quasi dabei ist und während dem Rückblick halt mit Henry redet. Also das fand ich ziemlich geil gemacht. Das wirkt fast schon, ja, ich will nicht sagen experimentell, aber es ist auf jeden Fall schon. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist auf jeden Fall schon nicht nach der Norm, so, also außergewöhnlich. Fand ich aber super, muss ich sagen. Was ich für ein Problem mit dem Film hatte, war einfach, dass der mir irgendwie zu glatt war. Ich habe ein bisschen, also Gene Hackman spielt das Ding wirklich gut. Ansonsten habe ich aber ein bisschen mehr an Tiefe vermisst. Und ja, vielleicht auch mal, dass der Spannungsbogen wirklich bis ans Limit geht. Also es ist die ganze Zeit schön durchgehend spannend, aber irgendwie fehlen mir so die Highlights in dem Film. Und da muss ich auch sagen, dass
Ich auch vom, ohne jetzt spoilern zu wollen oder sowas, also ich werde hier nichts verraten, wie das endet, der Film, aber das Ende hat mir nicht gefallen. Das zieht sich halt auch so hin, wie der ganze Film schon an sich, und zwar ein bisschen glatt halt alles so. Also ich habe mir da teilweise anderes erhofft, und es ist auch nicht so, dass man nicht überrascht wird. Eigentlich nicht, aber in was für eine Richtung das geht, ich weiß nicht, ob ich das Ganze so abnehmen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Ende. Und dementsprechend, es wird auch nicht wirklich was aufgeklärt, eigentlich, sondern man wird halt, es ist schwierig, wirklich ohne Spoilern. Man kriegt halt etwas vorgeworfen und muss damit klarkommen. Ja, und das fand ich eigentlich recht schwach, weil allein die Rolle von Gene Hackman hätte da mehr verdient. Also deswegen ist der Film wahrscheinlich auch an mir mehr oder weniger vorbeigegangen oder wurde mir auch nie empfohlen oder ich habe nie was davon halt mitbekommen. Und es gibt auch durchaus Psychothriller. Auch in Starbesetzungen, die besser bewertet sind. Also, es ist kein schlecht bewerteter Film, aber es ist okay. Sag mal so. Und so würde ich das auch sagen. Der Film ist okay. Man kann ihn super mal gucken, gerade wenn man auf solche Filme steht, die vielleicht einfach nur im Gerichtssaal stattfinden oder ein Verhör zeigen, die halt nicht viele Schauplätze brauchen. Würde ich schon sagen, kann man sich das Ganze mal geben. Es ist, wie gesagt, sehr spannend aufgezogen. Es ist nicht langweilig. Von daher, ja, ist es ja auch irgendwie was, ne? Also, aber ich muss sagen, von mir bekommt der Film 6,5 von 10 möglichen Punkten. Weil halt der Soundtrack ein bisschen genervt hat, weil spannungsmäßig die Tops fehlen und mir das Ende nicht gefallen hat. Morgan Freeman finde ich in seiner Rolle auch hätte viel mehr Tiefe präsentieren können. Im Allgemeinen, es hat wirklich TV-Filmniveau, würde ich sagen, irgendwo. Was allerdings auch nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Also, ich will es jetzt aber auch nicht schön reden, aber auch nicht schlecht reden. Es ist ein etwas überdurchschnittlicher Film, würde ich sagen. Der zum einmal anschauen wirklich ausreicht, aber es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt kaufen werde und mir in die Sammlung stelle. Trotzdem war das mal interessant, den zu sehen. Gene Hackman, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal was mit dem gesehen habe. Also, der kam mir bekannt vor, aber mir fällt da jetzt gerade kein Film ein. Aber hier hat er mich überzeugt. Ich werde mal schauen, wo der noch so mitgespielt hat. Und vielleicht habe ich ja sogar selber Filme mit dem. Ja, einfach mal schauen. Aber es war wieder richtig geil auf jeden Fall. Dieser VHS-Tausch. Was mich allerdings hier auch noch, muss ich noch mal eben sagen, ein bisschen gewundert hat. Allein aufgrund der Thematik ist, dass der Film hier ab 12 ist. Also, ja, gut, okay. Man sieht nie irgendwas Explizites und sowas. Aber, ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Bin schon ganz hirngewaschen aus der heutigen Zeit. Weiß ich gar nicht, ob man das. Eigentlich geht das ab 12, klar. Was die Kids heutzutage sich auch schon in der Kindheit angucken oder in der frühen Jugend, da kann man den Film auch locker ab 12 machen. Also da wollte ich jetzt eigentlich dann doch nichts mehr zu sagen. Außer schön, dass ihr zugeschaut habt. Checkt auch das Video von Silentium aus. Ich habe ihm da auch einen coolen Film geschickt. Bin sehr gespannt auf seine Meinung. Ich denke, das Ganze läuft ziemlich parallel und wir werden dann ja die Videos halt hochladen. Sein Video ist auch verlinkt in der Beschreibung. Von daher, wenn ihr das nicht schon getan habt, checkt das direkt mal jetzt aus. Ich verabschiede mich von hier und ja, danke fürs Zusehen. Ciao.